Ja, hallo Freunde. Ich habe mir gedacht, ich nutze mal meine Check24-Punkte an der Stelle und habe mir mal dann diese Espressomaschine, diesen Siebträgerautomaten hier zugelegt, um für euch hier mal wieder ein ordentliches Video zu machen. Ja, dann würde ich an der Stelle sagen, wir legen los. Wir machen natürlich alles wieder in Praxis, Kaffee und so weiter. Und wir sprechen jetzt an der Stelle einmal über den Lieferumfang, über den Automaten und dann schauen wir, tasten wir uns langsam ran an die Praxis. Was ihr jetzt schon sehen könnt, denke ich mal, ist das Design. Also das gefällt schon mal. Es ist also ein Vollmetallgehäuse, das schon mal ganz am Anfang. So, was habt ihr im Lieferumfang? Den Automaten natürlich hier einmal und einmal an der Stelle den Siebträger. Ja, hier werden die Siebe reingebracht. Das zeige ich euch später, wenn ich die Kamera auf dem Stativ habe. Das ist jetzt einhändig faktisch kaum möglich. Es gibt dann drei Siebe, ne? Ich denke, das ist klar. Einmal hier die ganze Geschichte für zwei Tassen. Könnt ihr euch auch nicht vertun, weil hier unten eben halt immer zwei Tassen abgebildet sind oder zwei Messlöffel abgebildet sind. Dann einmal für eine Tasse. Und das Ganze gibt es dann auch einmal noch, ihr habt es schon gesehen, ne? Da stand PET-Kaffee hier um dann tatsächlich mit ESE-Pads, wie die so heißen, an der Stelle, man muss für alles einen Namen haben. Ich versuche mal Easy Serving Espresso. So soll das sein. Leute, in Deutschland eher so bekannt als Senseo-Pads. Ne? So, was habt ihr noch im Lieferumfang? Also die drei Siebe, den Siebträger und einmal hier ein Entkalker. Ist also einmal Entkalkerflüssigkeit drin, mehr ist das Ganze nicht. Was mir fehlt, ist diese Nadel, wo ihr dann später hier unten dieses Loch mit reinigt. Vielleicht habe ich es übersehen. Ich habe nochmal genau nachgeguckt, nichts gefunden. Muss man da was Externes nehmen, ne? Weil auch so eine Maschine hat natürlich einen gewissen Pflegeaufwand. Ja, dann schauen wir einmal direkt über die Maschine. Ihr habt hier hinten einen Wassertank. Der Wassertank ist an der Stelle, wenn wir hinten anfangen, hat ein Fassungsvolumen von 1 Liter. Und die Kabellänge hinten ist auch 1 Meter, ne? Also etwas mehr, Haushaltsgeräte üblich sind so 70, 80 Zentimeter. Ja, dann habt ihr hier an der Seite einmal den Ein- und Ausschalter. Und ihr habt hier einmal den Milchaufschäumer. Der hat etwas Besonderes, das werden wir später aber noch in der Praxis sehen. Schauen wir einmal hier rein. Ihr seht also hier, da ist einmal abgebildet Milch und Cappuccino. Ja, das heißt also, einmal schäumt er weniger auf und einmal mehr. Das ist das ganze Thema. Das Aufschäumen bei der Milch werden wir vermutlich auch nicht ganz verhindern können. Und Flexibilität von diesem Teil hier werden wir uns auch später noch anschauen. Jetzt habe ich es euch erstmal auf den Drehteller gestellt, damit ihr wirklich mal so einen Blick habt von allen Seiten und das Ganze mal sehen könnt. Ne? Und ihr seht also, es sieht wirklich klasse aus, das kann man schon mal sagen. Ja, dann hier einfach der Hebel, ne? Zur Aktivierung eben halt der Aufschäumdüse. Ja, läuft ganz normal, läuft gut. Und dann gibt es hier oben an der Stelle drei Tasten eigentlich immer nur, die dann natürlich jeweils auch beleuchtet sind. Sehen wir später noch. Das heißt also einmal eine Tasse Kaffee, zwei Tassen Kaffee und dann einmal hier Heißwasserdampf. Ne? Das wird erstmal aktiviert, aufgewärmt. Wenn es dann da ist, dann hier eben halt den Schalter umlegen. Das ist es. Ja, sprechen wir über die Abtropfschale. Die ist zweiteilig und zwar habt ihr einmal hier oben die große Abtropfschale, ne? Und das Ganze dann einmal mit dem Blech, mit der Tassenablage, ja, und darunter gibt es einen Schwimmer. Also ganz klassisch, wie ihr das von jeder Kapselmaschine, von jedem Kaffeevollautomaten und so weiter kennt. Leider Gottes hier an der Stelle wieder Hochglanz, ne? Also polierter Edelstahl, heißt also natürlich sehr kratzerempfindlich. Muss man wissen, ob es da jetzt eine Schutzfolie für gibt, weiß ich nicht. Für einige Automaten gibt es Schutzfolie. Müsste ich mal eventuell, wenn ich es finde, bringe ich es euch, verlinke ich euch, aber ich vermute mal eher nein. Ansonsten Tasse hochheben hilft hier immer, aber man neigt dazu, es immer runterzuziehen. So, hier gibt es noch eine weitere Abtropfschale, denn das Thema ist folgendes. Wenn ihr hier natürlich hohe Tassen draufbringen wollt, ihr habt ja hier keinen Ausguss, der eben halt herausziehbar ist wie bei einem Vollautomaten, ja, sondern ihr habt da einfach nur euren Siebträger und habt immer die gleiche Höhe. Wenn ihr also höhere Tassen nehmen wollt, ne, zum Beispiel jetzt mal eine Latte Macchiato Geschichte oder eine Espresso Tasse und so weiter, dann eben halt die Geschichte ab und dann habt ihr darunter noch eine Ablage und auch die hat ein gewisses Fassungsvermögen, was denn also was tropft und so weiter, dass man das dann so fahren kann. So ist es gedacht. Das messe ich euch noch, das habe ich jetzt leichtsinnigerweise nicht getan an der Stelle. So,
Das ist alles, was ihr hier habt. Und auch die gesamte Menüeinstellung läuft hier über diese drei Tasten. Was könnt ihr machen? Ihr könnt natürlich die Wasserhärte einstellen. Dann einmal die Standby-Zeit. 9 Minuten ist Standard. Dann gibt es noch 30 Minuten natürlich. Ne? 9 Minuten, 30 und dann einmal 3 Stunden. Ja, dass das da 3 Stunden im Standby bleibt. Eine Aufheizzeit hier natürlich, wenn ihr dann wieder heiß Wasser machen wollt, habt ihr natürlich trotzdem an der Stelle. Ja, was habe ich euch nicht gesagt? 15 Bar Pumpendruck, das sind immer so diese unsichtbaren Geschichten. Normalerweise würden 10 Bar eigentlich schon ausreichen. Schauen wir uns an, mit 15 Bar sollte es etwas leiser sein. Ja, das ist das Thema. So, und dann gibt es hier oben eine Tassenablage und die soll auch wirklich warm werden. Das macht ganz, ganz viel Sinn natürlich auch. Dann haben wir wirklich alles einmal, denke ich, zum Automaten habe ich euch gezeigt. Hinten gibt es nichts weiter außer den Kabelauslass. So, meine Lieben, einen Teil habe ich noch vergessen, natürlich aus dem Lieferumfang. Es gibt hier den Messlöffel und zwar einmal gestrichen für die eine Tasse, 2 Löffel dann entsprechend für die beiden Tassen und das Ganze hier in Plastik verbunden dann mit dem Stampfer, damit ihr das Ganze schön hier reinbringt. Sehen wir uns später noch an. So, und zur Einstellung habe ich gesagt, Wasserhärte gibt es. Es gibt, also das ist natürlich jetzt nur ein Zählwerk, ne, was die Wasserhärte anbelangt. Da könnt ihr, immer High, Middle, Low einstellen. Dann einmal die Temperatur und einmal die Standby-Zeit. Das ist das, was ich euch noch sagen wollte. Ich meine, eins von dreien hatte ich gerade eben vergessen. Ja, dann schauen wir uns einmal den Siebträger an. Der hat hier so einen Flexdraht als Halterung. Ne? Das sind also hier diese drei, ja, ist ein Ring hier an der Stelle, seht ihr, ne, dass das also flexibel ist und da bringt ihr dann eben halt die Siebe rein und die Siebe haben noch was Besonderes, bevor ich das jetzt hier reinbringe, die haben hier an der Stelle, normalerweise sind die fest verbunden, hier unten ist ein Hohlraum drin und hier habt ihr einmal das Sieb, könnt ihr rausnehmen, ist also mit einer Dichtung, gefällt bis hierhin gut, es gibt zu den Sieben sehr viel Kritik, muss man sagen, was also die Rezensionen anbelangt, wo ich jetzt leider mal reingeguckt habe, üblicherweise tue ich das nicht. Hier einmal reingeschaut, ja, könnt ihr also auch sehen, dass es durchschimmert. Ja, dass eben halt die Siebe verstopfen soll. So, hier dieses Loch, ne, das ist genau dieses Thema, was ihr dann an der Stelle einmal mit einer Nadel immer durchstechen solltet, dass es bleibt. Ich gehe bei vielen davon aus, muss ich ehrlich dabei sein, dass viele das eben halt beiseite legen und so weiter und so fort, dass es dann eintrocknen, solche Geschichten, ne? Vielleicht auch noch einen Fehler machen, was die Pads anbelangt, muss man auch nochmal drüber sprechen, aber wir schauen uns an, ob es zumindest jetzt hier in unserem Test gut läuft und ich verkaufe diese Maschinen immer, ja, im Freundesbekanntenkreis, die ich für euch für die Tests genommen habe, versuche das so nah wie möglich, um da auch immer laufend ein Feedback zu bekommen, hat das Ganze ordentlich funktioniert, ja oder nein. Hier diese Pad-Geschichte hat dann, ne, kein extra Sieb, sondern da ist das wirklich dann wie üblich in einem verbaut. So, also da kann man das Sieb nicht entnehmen. So, jetzt gehen wir einmal her und bringen das hier rein. Müssen wir relativ stark drauf drücken, ja, das ist das Thema, aber dann habt ihr wieder das Schöne, dass es beim Ausklopfen jetzt auch nicht sofort rausfällt. Ne? Wer also wirklich sich jetzt irgendwo so eine kleine Mülltonne zulegt und das Sieb hier ausklopfen, was ganz viel Sinn macht und dann einmal unter Wasser spült, bevor es dann zum nächsten Espresso geht, alles andere würde dann eben halt bedeuten, okay, nicht hinlegen, ja, und trocknen lassen, sondern wirklich dann direkt auch wieder reinigen. Und man kann natürlich auch nur Wasser laufen lassen, ne? Also das Sieb reinbringen und dann hier an der Stelle Wasser laufen lassen, heiß Wasser, um da auch nochmal eine Reinigung zu machen. Also empfehlenswert. Ne? Auch wenn das jetzt ein relativ günstiger Automat ist hier. Ja, so, einmal runtergefallen, dann machen wir das nächste, weil ich jetzt hier natürlich durch so ein kleines Kameradisplay schaue, ja, und nicht auf das Teil nicht sehen kann. Das ist das. Ich muss das jetzt hier am Bildschirm machen im Prinzip. Ja, aber es sitzt straff. Das ist das, was ich euch zeigen wollte. Wie lange sowas mit so einem Draht natürlich dann wirklich auch straff sitzt, ist auch wieder fraglich, aber auch das kann ich euch heute nicht bringen. Ja, wie gesagt, damit ich da immer noch ein Feedback bekomme, okay, ja, wie ist es mit dem Automaten, mit dem Staubsauger, mit was auch immer ich euch da bringe, gelaufen. Ne? Das ist immer, deswegen versuche ich es hier im Nahbereich loszuwerden. So, also, sieht sich gut an. Vielleicht hier nochmal die Geschichte, nochmal abnehmen. Es gibt hier so zwei Einkerbungen, seht ihr hier, ne, wo man mit dem Fingernagel reinkommt. So, und hier einmal geschaut, ne, da verbirgt sich nichts hinter, sondern hier unten ist wirklich nur so ein kleines Gitter drin, überhaupt kein Netz oder sonst irgendwas, ist Plastik. Ja, aber es macht einen guten Eindruck, das ist das, was man sagen kann. Okay.
Ja, dann sprechen wir noch eben ganz kurz, weil viele das immer wissen wollen, über die Testgrundlagen. Wir werden jetzt hier bei diesem Test einen Lavazza-Kaffee nehmen, und zwar ist es Espresso mit einem Röstgrad 5 von 10, also noch eine relativ milde Geschichte. Ja, nur, dass ihr da auch Bescheid wisst, und wir werden hier, dass ich weiß nicht von welcher Eigenmarke das ist, ich Netto, Rewe, sonst, ja, was fragt mich, ich habe meine Frau mitgebracht, solche Pads verwenden. Was ich vermutlich nur einmal machen werde, wovon ich aber abrate, ist natürlich hier solche Pads zu nehmen, was also Cappuccino und so weiter anbelangt, muss man ausprobieren. Ne? Danach sollte man aber wirklich auch eine kleine Spülung machen mit diesen Dingen hier, weil hier sind natürlich immer in aller Regel Zuckeranteile enthalten, hier ist Milch drin und so weiter. Und das kann natürlich sehr schnell hier auch zum Verstopfen unseres Siebes hier führen. Also da würde ich eher von abraten wollen. So, noch ein paar Dinge, Freunde. Und zwar einmal der Wasserbehälter. Den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Ich habe 1 Liter eingefügt, dann die Spülgänge gemacht. Und zwar könnt ihr den einmal hier hochklappen. Ich mache das gerade mal eben. Ja, und könnt es also auch direkt am Gerät befüllen, was ich persönlich immer für die bessere Variante halte, als mit dem Teil hier rumzulaufen. Aber ihr könnt mit dem Teil rumlaufen. So, jetzt muss ich wieder andersrum denken. Und zwar einmal hier, ja, gibt es einen Griff, den rausnehmen. Und dann habt ihr das Ganze hier wirklich so in der Hand, dass ihr es wirklich auch befüllen könnt. So, jetzt mal einmal wieder rein, ja, klickt ein. Also, das passt, es geht wirklich 1 Liter rein. Es ist bis hier, also es würden sogar schätzungsweise 1,2 gehen, wenn ihr etwas überfüllt. Das mal dazu. So, dann habe ich euch die Tassenhöhe gemessen. Immer vorsichtig gemessen. Ich will ja nicht schuld sein, wenn es dann nachher nicht passt. 7,5 cm habt ihr hier. Und wenn ihr das Ganze dann hier abmacht, dann kommt ihr wirklich so, dass ihr es noch handeln könnt mit einer 10 cm Tasse hier klar. Das sind die Dinge, die ich euch zeigen wollte. Und dann einmal natürlich hier auch nochmal die Bedienungsanleitung. Ja, ist also hier alles beschrieben, auch mit Bebilderung und so weiter und so fort. Und hier an der Stelle dann auch mit einem komplett deutschen Part. So. Was ich hier noch gemacht habe, ist die Einstellung über das Menü relativ einfach zu handeln und habe eingestellt die Kaffeetemperatur auf hoch, Wasserhärte auf niedrig entsprechend und Standby-Zeit auf 3 Stunden. Dann wisst ihr da auch Bescheid, was bisher hier so passiert ist. Neben den Spülgängen, die ihr machen müsst, ihr sollt also 5-mal hier drüber spülen. Das ist es auch schon. Okay. Ja, Freunde, wie funktioniert das Stampfen hier an der Stelle? Das Einfüllen mit dem Messlöffel und Stampfen? Sehr, sehr gut, überraschend gut. Machen wir vielleicht gleich mal bei 2 gemeinsam. 1 ist ja keine Hürde an der Stelle. Und wir schauen uns jetzt das einmal an. Wie bringen wir es rein? So, und der große Nachteil bei diesen kleinen, leichten Automaten ist natürlich immer der, dass man den Automat hier wirklich festhalten muss, damit das straff sitzt. Und jetzt ist es noch nicht, ihr seht also auch richtig auf Position. Aber ich lasse es so, ne, weil es gar nicht so entscheidend ist. Ihr müsst es straff reinbringen, aber nicht so straff. So, dann habt ihr hier mitten in der Mitte, zumindest hier bei meinen Tassen, die sind so leicht hier unten, ja, nein, also nichts abgerundet. Hier ist ein Rand, ne? Also die stehen schon mal nicht sehr gut hier. Also da muss man auch wirklich schauen, dass man da die Tasse festhält oder wir nehmen andere Tassen. Ich wollte euch aber mal eine Tasse jetzt hier natürlich als Glas bringen, ne? Das ist das. Einmal oben gedrückt. Ich bin mal leise wegen der Lautstärke, ne? Wobei ich jetzt hier schon die Tasse festhalte. So, ich hatte minimal mehr als den gestrichenen Löffel reingepackt. Ja, also wirklich gut bemessen. Und wir schauen uns einmal an. Ich habe natürlich vorher schon einen gemacht, beziehungsweise 2 sogar, um herzugehen, um das mal ein bisschen hier einzuarbeiten. So sieht das Ganze aus. Also, das gefällt sowohl von der Creme her als auch vom Kaffee selber. Ich probiere das mal und dann machen wir mal zusammen einen doppelten von A bis Z. So, was ich auch schon gemacht habe, ist natürlich hier die Geschichte, das Ausschlagen hinten an der Spüle. Und da ist das Sieb auch direkt rausgefallen, ja, weil man muss ja doch kräftig klopfen. Und dementsprechend geht hier wirklich nur der Weg übers Ausspülen. Also reines Ausklopfen reicht hier nicht aus, dann wisst ihr da auch schon mal Bescheid. So, Freunde, also der Kaffee, absolut genial, lecker, da gibt es null zu meckern, also wirklich absolut keine Kritik, exzellent, aromatisch, Stärke, alles toll. So, wir wollen einmal zusammen hier die Geschichte mit dem Befüllen machen, auch gerade für die Neulinge in diesem Segment, ne? Funktioniert das gut oder funktioniert das schlecht? So, und hier bei 2 sollte man wirklich hergehen und das Ganze erstmal einmal natürlich reinbringen,
dann hier stampfen. Und man muss wirklich immer aufpassen, dass man das Sieb auch nicht überbefüllt, weil dann hat man ein großes Problem, dann kriegt man es nämlich gar nicht erst hier rein. Ne? Und hier gehen wir wirklich bei den beiden, gehen wir vorsichtig vor, machen das einmal so, okay. So, und damit ich gleich wieder, so, und ihr seht hier, dass wir hier schon so nah an einer Überbefüllung sind, ne? Und da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Aber es funktioniert astrein. Und ihr müsst es wirklich immer über einen Behälter oder sonst irgendwas machen. Ich denke, das ist klar, dass ihr das auch mal ein bisschen abstreifen könnt. Am besten immer über der Spüle, macht ganz, ganz viel Sinn. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das hier noch reinbekommen. Das ist ja so ein Thema. So, und ihr seht, also es funktioniert noch. Aber wenn ihr es bis oben hin befüllt, dann habt ihr ein Problem. Ich hole mal Tassen und dann machen wir den nächsten Vorgang. So, dann starten wir den mal über zwei Tassen. Und ich bin gleich mal wieder ein bisschen ruhig wegen der Lautstärke. Hört sich gut an bis hierhin, ne? Ja, also das läuft sehr, sehr gut rein, gefällt. Schauen wir mal, wie wässrig es wird. Nein, also jetzt kommt eine schöne Crema. Ja, also bis hierhin alles gut. Ja. Diese Tassen sind natürlich jetzt breiter, das heißt also die Oberfläche ist relativ groß, das heißt also wir kriegen hier natürlich, ja, keine so feste Crema hin. Und außerdem wurde dieses Sieb jetzt das für das Doppelte, ne, das sage ich immer, also ihr müsst sowas auch ein bisschen einarbeiten. Das war jetzt natürlich auch noch trocken, das war noch relativ neu. Ja, also gefällt. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich trinke Espresso übrigens immer ohne Zucker. Und ja, ist exzellent. Ne? So, lasst uns einmal gemeinsam hier über die Brühtemperatur schauen, also über das, was in der kalten Tasse landet. Ja, das ist immer das Interessante. Espresso wird üblicherweise nicht so heiß getrunken, aber ihr könnt theoretisch das auch mal dazu natürlich hierher gehen und euch einen Kaffee brühen. Weil wenn ihr solche Kapselmaschinen nehmt, was ist dann drin in so einer Kapsel? Da ist ein Espresso drin, der eben halt, wenn, wo ihr dann das Ganze mit 120 Milliliter, ne, der hat vielleicht einen anderen Röstgrad oder sonst irgendwas. Arabica-Bohnen, Robusta-Bohnen, viel mehr gibt es da an der Stelle nicht. So, und das könntet ihr theoretisch auch mal. Wir schauen einfach mal hier, wie ist die Temperatur? Kalte Tasse wie immer, ja. Ihr seht, die ersten Tröpfchen sind da, wir sind bei 24 Grad. Das, was ich hier natürlich erwarte, ist zumindest in der kalten Tasse, dass da unten 70 Grad ankommt. Schauen wir mal. Durch die langsame Ausgabe, ne, und über zwei Geschichten ist das hier natürlich relativ auch schnell abgekühlt. So, wir sind schon mal bei 64. Ja, ich hatte hier noch vom letzten Test die Milchtemperatur eingestellt, 67 Grad. Wir können hier ein bisschen rühren. Kalte Tasse, wie gesagt, ja, und kommen hier auf die 70 Grad Wunschgeschichte auf jeden Fall, ja, so dass ihr euch auch hier mit einem schönen Kaffee machen könnt, ja, verlängert es einfach ein bisschen, ihr werdet merken, also ich trinke ganz, ganz viel Espresso als Kaffee auch, ist einfach so. Okay, also, passt. So, der Vollständigkeit halber werden wir jetzt natürlich auch noch einmal hier unser PET-Halter nehmen. Und wenn ihr das Ganze machen wollt, dann müsst ihr Folgendes bedenken. Also, was ich gesagt habe, hier mit Cappuccino und so weiter, weil hier ja immer Milch mit drin ist und tralala, bekommt ihr gar nicht hier rein. So, der nächste Punkt ist der, dass dieser PET hier auch zu groß erscheint. Aber ich mache es nochmal gerade eben, wenn ihr ihn so einlegt, ja, dann passt es. Dann ist der PET hier drin. Ihr solltet natürlich sehen, dass der überall am Rand abschließt, damit euch da nicht dann nur das Wasser herläuft. Ne? Ich denke, das ist klar. Und das machen wir jetzt mal. Ja, dann lassen wir es mal reinlaufen und schauen uns mal an, was hier fabriziert wird. Also, das sieht sich schon mal gut an, wenn die Tasse hier nicht umfallen würde. Das ist ein bisschen unglücklich, ne? Für eine Espresso-Maschine, für solche Tassen da so zwei riesen Löcher reinzumachen in der Mitte. Aber es geht, ne? Und man kann ja andere Tassen nehmen. Bei mir, die haben jetzt noch, wie gesagt, noch mal so einen Rand unten drunter. Und schauen wir mal, wie dieses PET-Ergebnis hier wird. Ja, Leute, also, da kann man wirklich nicht meckern. Ja, das sieht sich gut an jetzt, ne? Also, eine Tasse gemacht. Und darüber könntet ihr jetzt natürlich auch hergehen und einen Kaffee produzieren. Über so ein PET hier, ne? Nehmen wir es länger noch mal ein paar Mal laufen lassen in die Tasse rein. Also, sieht sich gut an. Ich probiere mal. Ja. Es ist immer noch Kaffee PET,
Kaffee. Also das lässt sich nicht leugnen an der Stelle. Was ganz anderes als hier die Geschichte Lavazza. Und ich kenne diese Marke hier auch nicht. Benutze ich heute zum ersten Mal. Also schmeckt schon auch ein bisschen merkwürdig. Aber nein, der Kaffee ist so natürlich, habt ihr gesehen, ne, wie er werden sollte. Und es hängt natürlich auch immer manchmal ein bisschen damit zusammen, was tut man da oben rein. Oder nicht nur manchmal und nicht nur ein bisschen, sondern auch sehr, sehr häufig. Aber okay, es lässt sich gut trinken, also das mal dazu. Es funktioniert, das ist das, was ich euch sagen kann. Und ihr solltet eventuell da einen etwas besseren Kaffee nehmen. Dann schmeckt es auch nochmal richtig gut. Der schmeckt, aber nur nicht richtig gut. Aber es ist PET-Kaffee nochmal und da habe ich so persönlich immer so meine Meinung zu. Okay. So, Freunde, ich habe euch was Falsches gesagt, und zwar die Kaffeemenge ist programmierbar. Und zwar, wenn ihr jetzt hier gedrückt haltet, eine Tasse, ich habe also das Sieb auch für eine Tasse drin, ja, dann blinkt das Ganze, oder soll blinken, schauen wir, dass wir sehen, ja. So, und jetzt einfach hier die ganze Geschichte gedrückt halten, so lange, bis ihr die richtige Menge habt. Die Maschine ist wirklich sehr, sehr leise, wenn ihr die richtigen Tassen nehmt, ja. Und jetzt könntet ihr hergehen und euch hier so eine volle Tasse produzieren. So, dann das Ganze einmal loslassen, ja, und hier nochmal erneut drücken. Und dann sollte das hier blinken, macht es auch, ja, blinkt also hier ganz kurz, habt ihr gesehen, aufgeblinkt. Und dann ist diese Menge, die ihr jetzt genommen habt, einprogrammiert. Ja, das heißt also, beim nächsten Mal, wenn ihr was anderes haben wolltet, müsstet ihr das wieder umändern. Und auch das hier sieht sich gut aus. Also auch das gefällt hier wirklich. So, natürlich könnt ihr auch heiß Wasser produzieren und da braucht ihr nicht eben halt hier die Dampfdüse zu aktivieren, sondern wirklich einmal nur hier den Hebel umlegen. Machen wir es gerade mal. Ja. Und da steht irgendwas in der Bedienungsanleitung, nicht länger als 60 Sekunden, ne? Damit sich das hier auch nicht so sehr aufheizt. Hier oben ist es schön warm, kann man aber die Hand noch drauf halten, also als Tassenwärmer absolut zu gebrauchen hier die Geschichte. So, mittig ist das ziemlich heiß. Ja, aber ihr seht, ich kann die Hand noch drauflegen, trotz der vielen Geschichten, die wir gemacht haben. Wir schauen einmal nach der Temperatur auch hier. Und auch hier wäre natürlich wünschenswert, irgendwas um die 70, 75 Grad mindestens darzustellen. Ne? So, ich nehme euch mit. Ja, also sogar noch deutlich besser, 77 Grad. 80 Grad wäre jetzt ein super Teewasser hier. Schauen wir mal, ob wir da noch hinkommen. Ja, 79, also das passt. Damit kann man hier wirklich super Tee aufbrühen und, ne, das Ganze dann irgendwann nachher bei 70 Grad trinken. Also auch hier Daumen hoch. Ne? Ja, Freunde, da sind wir schon bei der Milch angelangt. Und zwar 1,5er Milch, also 1,5% Fett und aus dem Kühlschrank. Ne, das ist auch die Empfehlung hier von De'Longhi. Und wir können jetzt hier natürlich das Ganze aufschäumen, indem wir einmal hier auf die Cappuccino-Geschichte stellen, und man sollte üblicherweise nur ein Drittel nehmen. Ich würde normalerweise hier unsere Milchkännchen nehmen, aber damit ihr besser im Bilde seid, was hier passiert, nehme ich jetzt hier einfach mal diese Teetasse. So, dann stellen wir das oben einmal auf Dampf. Da ist eben halt Dampf erforderlich, nicht wie eben bei dem Heißwasser. Und jetzt gehen wir einmal her und schalten es direkt hier in der Tasse auch dann ein. Ne? Das Thema ist immer, ein Drittel ungefähr vom Behälter solltet ihr nehmen. Warum? Weil ihr wollt ja neben dem Milchschaum produzieren auch heiße Milch produzieren. Und das dauert halt einen Moment. Ne? Und dadurch wird hier natürlich sehr viel aufgeschäumt. Ja, wir können gleich mal das Thermometer reinhalten, aber ich möchte euch erstmal natürlich hier den Schaum produzieren. Und ihr seht also, wie schön das hier hochsteigt. Ja? Also das gefällt. So, ihr solltet niemals oben in diesen schwarzen Bereich reinkommen, ne, weil das hier natürlich auch schlecht zu reinigen ist. Reinigung gucken wir vielleicht später noch mal kurz drüber. Ich halte mal das Thermometer rein und ich nehme mal einen Löffel einfach und dann können wir uns das mal anschauen, hier, was da passiert. So. Ja, also Milchtemperatur haben wir erreicht, ja, sogar weit drüber. Da könnte man, hätte man also durchaus noch ein bisschen mehr Menge nehmen können, weil 70 Grad ist hier fast schon zu viel. Ich wäre hier mit 63 Grad super zufrieden gewesen, aber ihr seht, 71 Grad. Ne? Die Tasse war auch kalt, also insofern auch das passt. Das schaffen wir hier also, ein ordentliches Getränk hinzubekommen, was dann nachher auch schmeckt. Und jetzt schauen wir einfach mal gemeinsam hier nach dem Schaum. Ne? Sorry für das Piepsen. So, da halte ich euch so rein. Ja, also so wie es sein muss.
wirklich, also das hat das die Maschine ganz toll gemacht. Ja, also das klebt hier am Löffel. Das ist natürlich so, wenn ihr hier so eine 1,5er Milch nehmt, da habt ihr immer die Geschichte, dass das, der Schaum poröser wird, so wie man das auch vom Cappuccino her kennt. Ja, also ihr seht wirklich fast wie Rasierschaum hier die ganze Geschichte. Ja, und wenn ihr dann etwas fetthaltigere Milch nehmt, also mit 3,5, dann wird das Ganze nicht so schaumig, aber dafür etwas cremiger. Das ist Geschmackssache, das müsst ihr selber rausfinden. Und was also den Schaum selber anbelangt, hängt es natürlich immer am Eiweißgehalt. Aber da kann ich euch sagen, Leute, in Deutschland könnt ihr die Milch, egal was ihr da nehmt, selbst Bärenmarke, was immer da irgendwo beworben wird in dieser Richtung, von vielen Leuten, die es falsch darstellen, kommt da irgendwo auf zwischen 3,2 und 3,4% ist der Eiweißgehalt. Und ich habe es euch in zig Videos, ich sage mal hunderte von Milchtüten gezeigt. In Spanien, Italien ist das ein bisschen anders. In Spanien hat meine normale Milch schon 4,2% Eiweißgehalt, also Halbfettmilch, 1,5er Milch, ja, Semidestinada nennt sich das dann in Spanisch und gibt es in Deutschland gar nicht. Insofern alles Unfug, was da immer erzählt wird. Das hier ist exzellent. So, wir schauen mal wirklich direkt hinterher, ergibt sich da ein Unterschied, wenn wir das jetzt hier nicht runterklappen, sondern hochklappen und einfach mal versuchen, hier heiße Milch zu produzieren. So, hier einmal drauf gedrückt, dann seht ihr, sind wir wieder da, ja, und dann können wir hier das Ganze auch einmal damit fahren. Ja, ihr seht also deutlich, dass es weniger aufschäumt. Also deutlich weniger. Eben wären wir schon wirklich hier, wäre die Tasse jetzt schon bis oben hin, hätte sich das schon erledigt. Und wir können auch hier mal heiße Milch, soll ja heiße Milch sein, ne? Das Ganze temperaturtechnisch einmal noch checken. Das sollte jetzt hier vom Prozess her auch reichen, weil wir müssen die Maschine auch nicht überhitzen, weil wir sind jetzt hinterher, wir machen alles nacheinander, ne? Okay, dann schauen wir mal. Ich sehe hier schon was Grünes, ja, also mir würden hier tatsächlich irgendwo auch 63 Grad genügen, aber wir kommen hier auf 67 Grad und das wird hier, wenn ihr es direkt in 68 Grad, wenn ich jetzt hier ein bisschen rühre, weil ich sonst unten auf der kalten Tasse stehe, ne? Also 70 Grad ist das, was ihr als heiß empfindet. Also gefällt, auch hier nochmal beide Daumen hoch. Also es schäumt wirklich nicht so auf, ne? Nochmal hier dazu, ja, mal im Vergleich, ne, wie viel Schaum wir da produziert haben und hier so gut wie keinen. Ganz lässt sich das nicht vermeiden, aber tolle Idee, also tolle Funktion. So, zum Thema Latte Macchiato und große Tassen vielleicht noch nur, weil ich sie gerade auch schon rausgestellt hatte. Ja, ihr seht also, man kann das hier wirklich per Excellence bis oben hin, ja, alles schön aufschäumen. Und dann muss man halt den Umweg gehen, weil wir die Tasse nicht runterkriegen und den Espresso einmal separat, ne, hier erstellen und dann hier einmal reinlaufen lassen. Ja, das könnten wir jetzt hier einfach mal spaßeshalber, das Ding ist hier natürlich kalt, ne, aber damit kann man das hier auch wirklich einmal per Excellence einfach mal hier reinlaufen lassen. Ja, und da ungefähr so, nicht ganz so, ja, und dann seht ihr, okay, Milchschaum und so weiter, das ist jetzt mehr Café au lait, so wie es sich darstellt, ne, aber es ist in der Kreativität, das wollte ich euch nochmal damit zeigen, sind hier auch keine Grenzen gesetzt, ne, beim Cappuccino könnt ihr nicht beides zusammen machen, die Frage wird bestimmt kommen, kann man auch gleichzeitig einen Kaffee brühen und heiß Milch machen, nein, ihr müsstet also, wie ihr es machen wollt, entweder erst die heiße Milch hier, weil der Schaum hält sich wirklich extrem lange produzieren und dann den Kaffee und dann die Milch rein und so weiter und dann den Schaum draufheben beim Cappuccino, immer draufheben und natürlich hier so reinlaufen lassen, habe ich euch schon oft gezeigt. Also es sind kreativ in der Kreativität mit diesen beiden Teilen, also einmal Espressomaschine, einmal Milchaufschäumer, sehr, sehr viele Dinge machbar. So, Freunde, wieder ein langes Video und deswegen auch wirklich an der Stelle nochmal ganz kurz zur Reinigung. Also diese Geschichte hier könnt ihr abnehmen, indem ihr hier einmal das Ganze nach rechts bringt und dann könnt ihr das abziehen. Ja, dann seht ihr, habt ihr dieses eine Teil, was ihr säubern könnt. Das solltet ihr auch tunlichst zeitnah machen. Hier sowieso immer mit dem Lappen drüber. Man sieht also, wie schnell natürlich Milch immer eintrocknet. Ja, und dann könnt ihr hier diese Geschichte auch nochmal, also dieses Teil, auch nochmal abnehmen, ja, und das Ganze einmal reinigen hier und am besten auch hier
einmal unten ab und zu mal mit einer Nadel durch. Und hier, ihr seht also wirklich, Milch trocknet rasant schnell, weil es ja auch erhitzt ist, ne? So, und das ist auch, glaube ich, das, was hier an der Stelle machbar ist. Hier ist dann wirklich nur noch der Wasserauslass. Und deswegen solltet ihr auch hier eben halt sehen, dass dieses Teil hier nicht in die Milch gerät, damit ihr hier keine angetrocknete Milch habt und so weiter und so fort. Ja, hier nochmal reingeschaut, ne, was also den Abtropfbehälter anbelangt. Ja, auch der lässt sich hier super handeln, ne? Könnt ihr natürlich in eine Spülmaschine packen, ich rate immer davon ab, weil dieses schwarze Teil wird natürlich dann irgendwann auch durch die ätzenden Substanzen der Spülmaschinentabs unschön, ne? Das sind immer diese Geschichten. Das geht natürlich hier in die Spülmaschine, hier unser Abtropfblech, aber auch da rate ich davon ab, weil in der Spülmaschine, ihr stellt es irgendwo rein, ihr habt eine scharfe Tasse daneben oder im Teller, ne, mit scharfer Unterfläche, das ist halt so bei Porzellan, und schon habt ihr hier auch wieder Kratzer drin, muss nicht sein. Also das mal zum Thema Reinigung, und Entkalkung läuft hier ganz normal, also Entkalker rein und diese ganzen Geschichten, also so wie jedes andere Gerät auch entkalkt wird. Okay. Ja, und tut euch vielleicht selbst einen Gefallen noch zum letzten Thema rein, bevor wir zum Fazit kommen hier, indem ihr hier einfach mal was durchlaufen lasst, ja, und dementsprechend hier schon mal eine Reinigung auch von innen durchführt, damit sich da nichts festsetzt. Das könnt ihr natürlich hier nachher in die Spülmaschine packen, das macht ganz, ganz viel Sinn, genauso wie eben halt das andere Gummiteil, was da drunter war, hier nochmal das zu verdeutlichen, genau dieses hier auch, ne, und ihr seht also, damit erreicht man schon viel. Ja, Leute, Fazit. Also alles das, was die Maschine machen soll, macht sie perfekt. Sowohl den Espresso als auch alle Milchgetränke. Was die Pads anbelangt, sage ich immer, auch das hat er ordentlich hinbekommen. Ja, Pads, warum auch immer, war ein bisschen zu groß, aber einmal reingestopft. Ist nicht mein Fall. Aber wer Pad-Kaffee mag an der Stelle, der wird auch das mögen mit dieser Maschine. Ja, das ist das Thema, weil das, was wir gesehen haben an Ergebnis, also Kaffeestärker, dann Kaffee, die Crema obendrauf und so weiter, war auch mit zum Pad exzellent dargestellt. Ja, Leute, ich denke mal, ich habe euch wirklich alles zu der Maschine gebracht. Aufgrund der teilweise vielen Negativkritiken eben halt zur Verstopfung dieser Geschichte, oder viele meinten aus Leder, dann irgendwann hätte der Wasserdruck nachgelassen und so weiter. Lest es selber nochmal nach. Ich verlinke euch da wieder auf Amazon, dann könnt ihr selber auch nochmal die Rezensionen durchschauen, wenn ihr wollt. Kann ich hier natürlich jetzt keine hundertprozentige Kaufempfehlung geben. Aber das, was ihr gesehen habt, was jetzt hier mit der Maschine zu machen ist und was wir gemeinsam gemacht haben, da habt ihr auch gesehen, alles hat wunderbar, perfekt funktioniert. Ja, ich schaue jetzt selber mal, wie lange das eben halt ist, und werde euch auch da immer noch mal wieder vielleicht mal auf dem Laufenden halten über die Kommentare. Aber bis hierhin kann ich nur sagen, beide Daumen hoch. Jetzt alles Gute, bleibt gesund und tschüss.